Ungefähr 1000 Objekte aus Stein hat man hier ausgegraben. Die meisten davon haben keinen praktischen Nutzen, sondern sind wahrscheinlich auch im Rahmen religiöser Zeremonien genutzt worden. Auf der linken Seite sehen wir zum Beispiel zwei Jang aus Stein. Die zeigen auch hier unten wieder diese angedeuteten Bindungen, falls man die wirklich an so einem Holzstiel befestigt haben könnte, sollte, wollte. Und zeigen auch wieder diese zwei Spitzen. Übrigens habe ich herausgefunden, dass bei den Jang, egal aus welcher Gegend in China sie stammen, doch zwei Spitzen relativ normal sind. Nur bei Schwertern kommt es, glaube ich, nur hier in der Gegend vor. Und da hatte ich euch, glaube ich, hoffe ich, auch diese Figur gezeigt, die ein zweispitziges Schwert in der Hand hat. Für Jang ist es also üblich, für die Schwerter ist es speziell in dieser Kultur. Ansonsten gibt es auch Tierdarstellungen. Wir haben hier auf der rechten Seite einen Tiger. Auffällig ist da immer der große Kopf und das aufgerissene Maul. Und der Kopf ist nicht nur durch seine Größe betont, sondern auch durch das Dekor, weil nämlich der Körper selber meistens nicht irgendwie durch Schnitzereien oder Kratzereien großartig verziert ist, der Kopf aber dann doch halt Fellzeichnung oder Andeutung von Nasen, Ohren, Augen oder Lippenfalten oder Ähnlichem zeigt. Und der Körper ist meistens aber komplett glatt. Ebenfalls als Ritualobjekt und oft auch als Opfergabe dienten Ketten aus verschiedenen Perlen, die aus Jade oder Türkis gefertigt wurden. Die meisten, die ich hier sehe, sind in der Tat so ein bisschen leicht grünlich oder türkis. Es gibt aber auch weiße oder rote. Es ist eine riesige Übersicht. Ich gehe einfach mal von oben nach unten durch. Es gibt verschiedene Formen. Wenn wir uns zum Beispiel das Rote in der Mitte angucken, dann ist das wie so ein Ring gearbeitet. Gehen jetzt noch mal ein Stück weiter. Hier in der ganz unteren Reihe sehen wir eins, das eindeutig aus Türkis ist. Wenn ich jetzt mal da ist der Finger. Dieses hier. Wir sehen hier auch ein längliches Röhrchen, das eine Wulst in der Mitte hat. Also hier gibt es, wie gesagt, mehr oder weniger fein gearbeitete Perlen in meistens den Farben weißlich, grünlich, türkis, aber manchmal auch in Rot. Hier sind nochmal verschiedene Bi-Scheiben. Daran kann man auch ganz gut die große Bandbreite an verschiedenen Formen innerhalb einer Gruppe erkennen. Hier oben sehen wir zum Beispiel ein ganz gewöhnliches Bi, das allerdings so einen Ring in der Mitte hat. Das haben viele, aber nicht alle. Wir haben hier eins, das ist so ein bisschen länglich gearbeitet und hat keinen Ring in der Mitte. Wir sehen auch welche mit gezacktem Rand, hier einmal mit drei Zacken. Und dieses kleine Bi, auch ohne Erhöhung in der Mitte, hatte relativ viele Zacken. Immer, also 4 mal 3 Stück, könnte man sagen, auf jedem Viertel eins. Ich nochmal ein Stück runter. Sind auch wieder ungezackte Bi-Scheiben, zwei mit diesem erhöhten Ring in der Mitte, hier und eine ohne Ring. Er hat auch eine relativ große Öffnung in der Mitte. Je nach Region ist es zum Beispiel auch teilweise, also teilweise kann man es an den Regionen auch festmachen, dass halt regionale Bi-Scheiben mit größeren Mittelöffnungen oder Bi-Scheiben mit kleineren Mittelöffnungen vorkommen. Auch Jade-Armbänder wurden gefunden in allen Farben. Und hier sehen wir eine Übersicht. Der ganz untere fehlt jetzt. Da werde ich aber gleich nochmal runtergehen. Die meisten sind so ein bisschen
bereit, so wie dieser hier. Es gibt aber auch welche, die relativ schmal und einfach ringförmig sind, so wie der mittlere, den man, wenn ich immer nur wüsste, wo mein Finger ist, hier, den man hier sieht, der ist relativ schmal gearbeitet. Und es gibt auch welche, die nicht breit in Bezug auf die Länge sind, sondern die so an sich ein bisschen vom Arm abstehen würden, wenn man sie als Armreif tragen würde, so wie der untere hier. Der ist doch relativ, hat einen relativ breiten Ring. Und die wurden auch öfters mit anderen Ritualjaden oder mit Gold oder Bronze zusammen beerdigt, beziehungsweise dann auch wieder gefunden. Apropos beerdigen, wir hatten ja eben das Grab, da muss ich nochmal kurz einen Beitrag geben. Es gab auch Grabbeigaben und die waren unterschiedlich. Also es gab Gräber, die hatten gar nichts drin, und es gab Gräber, die waren richtig reich und prunkvoll ausgestattet mit Grabbeigaben. Daran kann man erkennen, dass es wohl eine Hierarchie innerhalb der Gesellschaft hier gab. So, Bischeiben haben wir jetzt genug gesehen. Es gibt auch Bischeiben aus Bronze. Aber wie gesagt, die kennen wir ja nun schon. Was für den Fundort hier besonders ist, sind solche Objekte, die irgendwie ähnlich sind wie Bischeiben, nur halt irgendwie rechteckig. Und zwar so, dass das äußere Rechteck unregelmäßig ist, also zu einer Seite ein bisschen schmaler und zur anderen ein bisschen breiter. Ich glaube, trapezförmig nennt man sowas. Und dass die dann nicht immer unbedingt genau in der Mitte, manchmal auch so ein bisschen versetzt, so ein entweder quadratisches, eine entweder quadratische oder rechteckige Öffnung in der Mitte haben, die auch durch so eine Erhöhung begrenzt wird, wie die bei manchen Bischeiben vorhanden ist. Das gibt es wohl nur hier, und das scheint eine lokale Spezialität zu sein. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Dabei ist es aber nicht ganz so formenreich wie bei den Bischeiben. So zwischen ungefähr 5 cm Randlänge und 10 bis 12 cm Randlänge. Bischeiben können ja doch eine deutlich größere Spannweite an unterschiedlichen Größen haben. Aber die hier sind etwas enger gefasst.